Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. So fangen ja unsere Sendungen immer an, Jenny, ne? Mit dem Jutta-Intro und mit dem wiehernden Pferd. Ja. Ja, und wir haben das ja schon das ein oder andere Mal gehört, dass uns Hörerinnen geschrieben haben oder gesagt haben, mein Pferd antwortet, wenn ich quasi, keine Ahnung, beim Schrittgehen oder so oder beim Longieren, wenn ich da im Hintergrund den Pferdepodcast höre und wenn die Pferde dann euer Pferd wiehern hören im Podcast, dann antworten die. Und ich habe immer schon so gedacht, irgendwie eine coole, absurde Situation, aber wir haben jetzt, dank eines der Bergmädels, ne? Vanessa? Genau. Vanessa, genau. Dank eines der Bergmädels haben wir jetzt quasi das Video des Jahres und auf das Video, so auf das Visuelle, auf das Bild kommt es eigentlich gar nicht so genau an, weil der Ton einfach die entscheidende Rolle spielt. Sie hat das nämlich genau diesen Effekt, dass Pferde antworten, hat sie in diesem Video festgehalten. Und es ist eine fantastische 15-Sekunden-Sequenz. Bist du bereit? Seid ihr alle bereit? Das ist so lustig. Na, leg los. Ich drück mal. Achtung. Der Stall. Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Fantastisch. Also wer das ganze Video sehen will, wir haben es schon auf unsere Social-Media-Kanäle gehauen. Ja, großartig. Ein großer Lacher auf dem Berg. Jenny, wir sind noch eine Sache schuldig aus der letzten Folge. Wir haben ja gesagt, wir melden uns nochmal mit einer Sonderfolge, wenn du mit AC/DC in der Kandarren-L am Sonntag alles in Grund und Boden reitest und alle und gewinnst. Und wir schweigen's tot, wenn du Letzte wirst. Weder das eine noch das andere ist passiert. Ich würde vorschlagen, und so haben wir es ja eigentlich auch gesagt, wir nutzen ganz kurz unsere Mini-Folge unter der Woche, dass du das noch kurz nachträgst. Du warst ja in der normalen Trenzen-L am Samstag sehr erfolgreich, 3. Platz. Ihr habt lange geführt, also tolles Ergebnis, tolle Platzierung. Ach, und du, also in der Kandarre, also Kandarren-L liegt euch ja eigentlich oder liegt dir generell und du. Ja, und es war auf 60 Meter. Ich genau. Hatte so ein bisschen Angst davor, weil das ist ja für so einen Haflinger schon weit, ne? Mhm. 60 Meter. Und beide Male Mitteltrab ging durch die komplette Diagonale. Da hatte ich so ein bisschen Bammel vor. Und also das Ergebnis mal vorweg, es war gar nicht so schlecht. Ich war erste Reserve, also eins aus der Platzierung. Es waren nur 11 Starter in der Prüfung. Ich war dann Fünfte. Ist okay, oder? Also da kann man absolut, gut mit leben. Ja. Und zumal, also es wird ja dann immer so gern, wenn es nicht so gut war, ach, das Pony hat dies und jenes. Nee, das Pony hat gar nichts. Das Pony war total toll. So, und jetzt kommt es zur rituellen Selbstauspeitschung. Jenny geht mit sich selbst hart ins Gericht. Ach nee, gar nicht mal so hart. Aber ich habe wertvolle Punkte liegen lassen, weil ich nicht so korrekt geritten bin. Hm. Ich habe es auch so während der Prüfung, habe ich auch noch so gedacht, wieso pariere ich denn jetzt hier schon zwischen E und dem Zippelpunkt durch für den einfachen Wechsel und nicht erst bei P? Also einfacher Wechsel bei P. Und ich war immer ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät. Ich habe das auch gemerkt, mir war das sehr bewusst in der Prüfung. Aber ich konnte es irgendwie nicht anders machen. Das war wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Also ich weiß auch nicht, ich bin so ein bisschen schluderig geritten. Und da habe ich, glaube ich, wertvolle Punkte liegen lassen. Also es stand auch im Protokoll, Hufschlagfiguren und so weiter. Und das macht in der Note schon eine ganze Menge aus. Und da habe ich mich auch so ein bisschen über mich selber geärgert. Also wir hatten eine 6,4. Der vierte Platz hatte eine 6,7. Also wenn ich ordentlich geritten wäre, wäre ich allemal mit einer 6,7 oder 6,8 in der Platzierung gewesen. Ja. Deswegen habe ich mich über mich schon so ein bisschen geärgert. Aber ich war irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe noch geschlafen oder ich weiß nicht. Man kennt es ja so aus Träumen, oder also ich kenne das aus Träumen, dass man träumt und sich selber sieht. Und sich, ja, dann, so die, ein bisschen war und sich das. Dann so die Frage stellt, was machst du denn da jetzt gerade? Genau. Was mache ich da eigentlich? Echt jetzt so? Ja. Und das Pony lief toll. Also
AC war super gut drauf. Also der war an, der lief. Das war alles super. Also die Lektionen an sich haben gut geklappt. Natürlich ist es immer ein Unterschied, wenn so ein Hafi jetzt in so einem großen Viereck, das ist schon, der verliert sich so ein bisschen da drin. Aber trotzdem gegen diese Warmblüter, die da ja auch immer antreten, hat er sich ganz, ganz toll geschlagen. Also ich war echt zufrieden mit dem Pony. Mit mir nicht so doll zufrieden gewesen. Also, dann wäre das sozusagen jetzt unser Nachtrag zu dem Thema Turnier. Vergangene Woche, die Kandarren L stand noch aus. Es hat ganz knapp. Und weil Jenny nicht auf den Punkt geritten ist, nicht zu einer Schleife gereicht. Und du hast ja umgekehrt, also das war das, was du mir dann auch, glaube ich, an dem Tag sogar noch sagtest, du hast ja von Richtern mal, als du mit Nixon eine L, glaube ich, gewonnen hast. Genau. Und wir haben den Spruch hier auch schon mal zitiert, ne, der dann von den Richtern kam, heute hat korrektes Reiten gesiegt. Genau. Und es ist so wichtig, ich sage es meinen Reitschülerinnen immer in diesen Dressurprüfungen, auf den Punkt zu reiten, das ist die halbe Miete. Wirklich. Also es ist so wichtig, dass man diese Hufschlagfiguren ordentlich reitet und dass man die Lektionen am Punkt reitet. Viele unterschätzen das und schludern da so ein bisschen vor sich hin. Und ja, dann bezahlt man halt Lehrgeld. So ist das. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. So, und wir hoffen und wissen auch, dass jetzt eine Reitschülerin von dir zuhört. Und also ich weiß nicht, ob sie es jetzt macht. Also sobald es veröffentlicht ist, der Teaser, müssen wir, glaube ich, eine Mail schreiben. Hör dir das nochmal an. Genau, sie hat morgen die Dressur bei der Goldenen Schärpe. So. Wehe, du reitest nicht auf den Punkt. Goldene Schärpe Teil 2. Silvia vom Berg, die zweite Chance. Wir hatten sie in der letzten Folge mit dem Fairnesspreis. Wer es noch nicht gehört hat, fantastische Geschichte, großartig. Nochmal nachhören. Und nach der Schärpe ist für Silvia vor der Schärpe, weil sie hat sich nicht nur mit dem Pony qualifiziert, sondern auch mit dem Großpferd. Und mit dem Großpferd ist jetzt an diesem Wochenende die Goldene Schärpe. Du hast gesagt, Freitag Dressur, Samstag Gelände, Sonntag Springen. Genau, Springen und dann neue Chance sozusagen. Und wir waren ja gestern nochmal, um da Abschied zu nehmen und alles Gute zu wünschen. Und man wäre da gerne dabei, doch das, also dieses Abenteuer, weil sie machen halt auch ein Abenteuer draus, ne? Was die da gerade erleben, haben sie jetzt ein Wohnmobil gemietet, weil es irgendwie keine Airbnbs mehr gab da in dem Kaff, wo das da stattfindet. Ich glaube, das machen wir für die Europameisterschaft nächstes Jahr auch. Wir mieten uns ein Wohnmobil, hängen den Hänger hinten dran und fahren nach Österreich. Das ist schon cool. Ja, es ist vor allem, du bist so direkt beim Pferd, du bist auf der Anlage. Das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn du eine halbe Stunde ins Hotel fährst oder so. Das ist irgendwie anders. Ja, nächstes Jahr Wohnmobil, Österreich. Silvia hat gestern auf dem Berg schon gefeilscht, wann man denn abfährt. Also sie wollte möglichst schnell, sie wollte so, dass es losgeht endlich. Und die Kinder sind schon mal, also Silvia auch, hat im Wohnmobil schon die vergangene Nacht verbracht, obwohl es da noch gar nicht nötig gewesen wäre. Man hätte auch einfach im Bett zu Hause schlafen können, aber Wohnmobil stand schon vor der Tür. Also das ist wirklich eine coole Geschichte und auch das werden wir natürlich in der Folge dann so ein bisschen im Auge haben. Es ist ja die Frage, ob man mit dem Günther in einem Wohnmobil schlafen will. Warte. Am Arsch. Ja, warte mal. Ich. Am Arsch. Weißt du, wenn irgendwie, keine Ahnung, da einer
dann den Kühlschrank leer gefuttert habt oder sonst irgendwie. Am Arsch! Ich rede gerade etwas zurück. Ja, bisschen, Schätzchen. Bremst dich. Wir werden das im Auge haben. Für die nächste Sendung. Wir werden auch im Auge haben Turniere, die du vielleicht noch bestreitest bis dahin. Könnte ja passieren. Könnte sein. Und wir haben mal wieder eine Influencerin bei uns zu Gast, Millie aus Hamburg. Und die veranstaltet fantastische Dinge auf ihrem Instagram-Kanal. Da gibt es so Stalltricks und Tipps für den Stallalltag. Wie bastel ich mir ein cooles Spielzeug fürs Pferd selber, wo das Pferd eine Stunde Spaß hat? Spiel und Spaß. Welche Produkte, die ich für teuer Geld fürs Pferd in Anführungszeichen Pferdeläden kaufe, kriege ich auch ganz einfach bei DM oder bei Rossmann. Mit solchen Dingen beschäftigt sie sich und macht großartige Videos draus. Und wir freuen uns sehr und freut euch mit auf Equestrian Millie bei uns im Pferdepodcast. In diesem Sinne, Jenny, willst du noch was sagen oder? Nö. Nee, musst noch weiter schaffen jetzt. Genau. Ne? Du hast dich gerade mal für 10 Minuten jetzt losgeeist und jetzt musst du wieder Excel-Tabellen quälen. Die Leute denken ja immer, ich schaffe nichts, ne? Weil ich immer vormittags im Stall bin. Ja, falsch gedacht. Falsch gedacht. Einer muss die Möhrchen ja verdienen für die Gäule. So, dann werden die Excel-Tabellen halt auch mal am späten Nachmittag noch gequält. Mach hin, weil ich habe Hunger. Ja. Und setz den Lieferandomann dann mal in Bewegung, ne? Okay. Gut, bis dahin. Tschüss. Schönes Wochenende, habt eine fertige Zeit. Wir hören uns am Montag. Tschüss.